Das Problem ist, dass sehr viele Versprechungen gemacht wurden. Und diese Versprechungen werden jetzt irgendwann einmal eingehalten werden, auch hinsichtlich auf einer Wahl. Und jetzt ist natürlich, wenn ich was bekomme, sage ich nicht in erster Linie nein. Aber nochmal ganz klar, zum Beispiel ein privates Schwimmbad in Motrei zu finanzieren, das glaube ich, ist nicht die Aufgabe des Tourismus. Das ist blankes Kirchturmdenken. Dass es natürlich notwendige Verbesserungen geben muss in einer Beschneiungsanlage am Zettersfeld, die ja auch finanziert ist, das ja viel besser dasteht, ist eine ganz andere Frage. Aber sonst müssen wir wirklich uns ganz genau anschauen, wo ist Infrastruktur ganz notwendig und auf was können wir mittelfristig zumindest verzichten oder müssen auf das verzichten. Und ein ganz klares Nein kommt von mir da zu einem Schwimmbad Goldritt, das der Tourismus mitfinanziert. Schwimmbad in Lienz bin ich der Ansicht, dass wir ganz notwendig brauchen eine Infrastruktureinrichtung in diese Richtung. Und wir können uns nicht leisten, in jedem Tal ein Schwimmbad aufrechtzuerhalten. Deswegen plädiere ich für eine Lösung, dass man ein gemeinsames, großes Projekt gemeinsam auch durchzieht und probiert zu finanzieren, ohne sich gegenseitig wieder auszuspielen.